Jo Freunde, willkommen zur 33. Ausgabe des Podcast. Der One Piece Theoretiker und meine Wenigkeit haben uns wieder versammelt, um ein Podcast aufzunehmen. Es ist den einen oder anderen Tag her, aber lass das nicht zu lange thematisieren. Wir starten einfach mit einem neuen Podcast und wir haben ein sehr, sehr interessantes Thema zum Comeback unseres Podcastes und zwar den legendären Schwenker. Der legendäre Schwenker, liebe Freunde. Ich freue mich drauf. Also gefühlt rede ich ja in meinem Stream schon immer drüber so und es ist schon fast ein Running Gag geworden, der legendäre Schwenker. Aber Leute, sind wir mal ehrlich, er muss doch jetzt kommen. Also, Ruffy hat verloren, Ruffy ist jetzt im U-Boot, das ist gerade Stand der Dinge. Es ist gerade sozusagen, ja, ich will nicht sagen Halbzeit auf Onigashima, aber ich glaube, das könnte man jetzt fast sagen. So, es passt jetzt gerade perfekt und es ist ja klar, wir sind im dritten Akt gefühlt schon über ein Jahr. Ich glaube, wir sind schon über ein Jahr im dritten Akt. Und der Wano Kuni Arc ist halt in mehrere Akte aufgeteilt. Deswegen macht es Sinn, dass es halt nicht nur drei gibt, dass jetzt noch ein vierter kommt, denn es gibt ungefähr fünf im Kabuki-Theater. Die Frage ist halt immer nur, das ist schon wirklich seit einem Jahr das Ding, wann kommt denn jetzt endlich mal so der Aktwechsel? Und zwischen den Aktwechsel hatten wir halt immer, dass der Vorhang zugeht, wie beim Theater. Und wir sehen halt, was in der One-Piece-Welt abgeht, außerhalb von Wano. Und deswegen ist das so interessant, Leute. Weil einfach so viele Sachen angefangen wurden, wie das mit den sieben Samurai, mit Blackbeard, der losgeht, mit Sabo. Und das war alles zwischen den Akten immer. Und ein Akt ging, glaube ich, damals, der erste und zweite, die ging, glaube ich, vier Monate so, glaube ich, im Schnitt. Und jetzt haben wir den dritten, der jetzt schon wirklich seit, also vor dem Flashback mit Oden, hat der dritte Akt angefangen. Und das ist ja manga-technisch schon, das ist ja ewig her. Also der Flashback mit Oden ist jetzt im Anime sogar schon durch. Also überlegt mal, wie krass. Deswegen, ich wünsche mir einfach, dass es jetzt langsam zwischen, ja, dass wir einen Schwenker kriegen, Digga. Ja, sprechen wir mal kurz über die zeitliche Komponente. Wie viele Kapitel glaubst du noch bis zum Schwenker? Also ich meine, er muss ja jetzt bald kommen. Aber wenn ich die Frage kriege, sage ich immer 2 bis 3, Digga. Aber jetzt mal realistisch gesehen. So, warte mal. Ruffy ist im U-Boot. Nächstes Chapter Yamato Kaido wahrscheinlich auf dem Dach. Ich versuche mal ein bisschen so. Ich muss es wieder sagen, Digga. 2 bis 3. So wirklich. Nächstes Chapter kann ich mir vorstellen, dass es ein Gespräch gibt und dass es im nächsten Chapter vielleicht der Vorhang zugeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht erstmal Yamato, Kaido und dann erstmal sozusagen den Flashback kriegen, eine ganze Geschichte vielleicht, mit Yamatos Kindheit oder sowas kriegen. Das passt einfach zu One Piece, das muss kommen, sowas. Und gerade wenn Yamato, was ja auch vielleicht ein bisschen wahrscheinlich ist, ein Crewmitglied wird von Ruffy, mitsegelt, sie will ja wahrscheinlich rumsegeln, wie Oden die Welt sehen, da bietet sich das natürlich an, mit den Strohhüten zu segeln. Und Leute, von Strohhüten, bevor sie beitreten, kriegen wir immer erstmal einen traurigen Flashback. So, und deswegen wird er höchstwahrscheinlich kommen im Gespräch mit Kaido. So, wer ist die Mutter? Was ist passiert? Warum wurde Yamato das ganze Leben unterdrückt? Was hat das für einen Impact gehabt, dieses Logbuch von Oden und alles auf sie? Und was ist Kaido überhaupt? Ich glaube, sowas kriegen wir vielleicht beantwortet. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir danach den Schwenker kriegen. Ja, und deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen länger geht, bis der Vorhang zugeht. Aber allerhöchstens kriegen wir noch den Flashback jetzt zwischen den beiden oder von Kaido. Und dann kommt's. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Ruffy sich nochmal regeneriert, nochmal oben steht vor Kaido und nochmal irgendwie und dann kommt's irgendwann später. Nein, das wird jetzt kommen, bevor Ruffy wieder auf Kaido trifft, zu 100%, oder? Ich meine, Oda baut es ja sogar schon so auf. Also Oda ist ja immer relativ sparsam mit ernsthaften Verletzungen und mit gerade auch Toden von Charakteren. Und jetzt ganz aktuell zeigt Oda die wirkliche Dramatik oder genau das auch, was so ein bisschen auf eine Tragödie hinspielt. Der ein oder andere Charakter stirbt, der ein oder andere Charakter ist kurz davor und dadurch ist halt diese dramatische Szenerie da. Und ich würde auch sagen, so 2 bis 3 Kapitel reicht und man könnte wirklich mit einer kompletten Tragödie, wenn jetzt auch noch der ein oder andere negative Aspekt für die Strohhüte und so aufkommt, vielleicht verliert noch irgendwer einen Kampf oder sonst irgendwas, dann 2 bis 3 Kapitel wären perfekt, wohl eher 2, weil lieber kurz und knapp jetzt so dieses Momentum nutzen, dass alles so traurig ist, weißt du, das fände ich irgendwie ein bisschen cooler, aber ja klar, es kann natürlich sein, wie du gesagt hast, dass Oda nochmal die Flashback-Karte zündet, dann hast du nochmal 2 bis 3 Kapitel mehr. Und dann hast du, also dann wird es nochmal ein bisschen dauern, aber eigentlich wäre es ja cool, also quasi umgekehrt so. Man sagt ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist, aber in dem Moment so aufhören, wenn man es, weißt du, wenn man es kaum noch aushält, weil alle so gerade kassieren und einer Charakter nach dem anderen verliert und sowas, weißt du? Ja. Das wäre eigentlich ganz, ganz cool. Also ich glaube, ich wünsche mir eigentlich 2 bis 3 Kapitel. Wir wissen, der Schwenker kommt. Die anderen Schwenker haben auch immer darauf geschlossen, was sonst so in der Welt passiert, haben uns extrem viele Informationen gegeben und man darf nicht vergessen, dass die vorherigen Schwenker in die Weltgeschehnisse immer
viele Fragen, also beziehungsweise die haben zwar viel erklärt und viel gezeigt und One Piece Fans haben sich gefreut, mal endlich ein paar Infos zu bekommen, aber wenn man ehrlich ist, haben sie mehr Fragen aufgeworfen, als dass sie geklärt haben, und ich glaube, jetzt ist so der Schwenker, der auch mal mehr Fragen erklärt, als neue Fragen aufwirft, und da kann man sich, glaube ich, mit am meisten drauf freuen, oder? Ja, also was speziell in dem Schwenker sein wird, wir sagen immer Schwenker, in dem Rundumblick dann zwischen den Akten, darauf gehen wir jetzt gleich ein, Leute. Also da gibt es für mich so ein paar Sachen, die aufgegriffen werden müssen. Es kann natürlich, oder kann, ist natürlich frei, der kann machen, was er will, der kann auch gar nichts zeigen oder weiß ich nicht, eine Sache zeigen, die vielleicht gar nicht in den vorherigen Rundumblicken gezeigt wurde, so. Aber eigentlich muss es ein bisschen darauf aufbauen, damit man auch, und das ist halt auch das Ding so, One Piece ist halt so eine Riesenwelt mit so vielen Charakteren. Die größte Stärke an One Piece ist das Worldbuilding, komplett das Ganze mit den Charakteren so, und da muss man sich halt dann auch mal ab und zu bedienen. Und es gibt so viele interessante Orte. So, es gibt wahrscheinlich, also für mich ist das Geschehen mit Blackbeard oder was Shanks gerade macht oder so, oder auch was gerade mit Sabo ist, ist für mich fast wirklich genauso wichtig und relevant wie das Ganze auf Onigashima gerade so. Also ich würde mich so darauf freuen. Ist, da werden halt jetzt schon so ein bisschen die Schachfiguren für den nächsten Arc so positioniert, weißt du, weil wir wissen, okay, Shanks muss noch eine Rolle spielen, Blackbeard muss noch eine Rolle spielen, Sabo wird natürlich noch eine Rolle spielen, die sieben Samurai und sowas, und all das wird ja jetzt quasi dann aufgebaut, und natürlich möchte man wissen, wie es dann weitergeht, weil irgendwie, davon lebt ja One Piece, dass man immer so ein bisschen darüber spricht, wie es weitergeht mit der Geschichte. Es gibt ja nicht umsonst Videos, so läuft es nach Wano Kuni, der kommt in die Crew, so werden die Kopfgelder und so weiter und so fort. All das hat ja einen Grund, dass man immer wieder darüber spricht. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Punkt, was in dem Schwenker vorkommen kann. Und zwar werden wir extrem wahrscheinlich den aktuellen Stand von Vivi und Sabo mitgeteilt bekommen, wie es um die beiden steht. Sprechen wir mal als erstes über Sabo. Also die News werden nicht so umgesetzt, wie sie es da steht. Aber was glaubst du, wo ist Sabo aktuell und wie geht's dem guten Mann? Guck mal, erstmal hatte Oda nicht dieses Jahr anfangs gesagt, oder war es sogar letztes Jahr, mit wo er gesagt hat, mit wo, in dieser Nachricht bei der Jumpfester, wo er gesagt so, hat, mit Vivi, Bo Hancock, Sabo, Vivi, ja, wo er die drei so erwähnt hat, mit denen ist blablabla, Punkt, 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 so. Ja. Er wollte darauf irgendwas hin, so, und deswegen ist für mich auch klar, dass Vivi, Boa Hancock, Sabo, dass diese drei, also Boa Hancock kann man, glaube ich, auch zu den anderen sieben Samurai der Meere zählen. Also, dass die Samurai der Meere, Vivi, Sabo, halt das, die offenen Sachen von der Reverie und so alle, dass das aufgegriffen wird im Schwenker, zu 100% so. Also, das ist für mich eigentlich klar, dass das kurz gezeigt wird, wie die, meiner Meinung nach, in Impel Down chillen. Also, ich kann es mir vorstellen, dass die in Impel Down auch sind, weil dann häufen sich so ein bisschen auch die Gründe, mal wieder nach Impel Down zu kommen. Was viele Fans ja auch noch wollen und hoffen, und ich auch, Leute. Ich hoffe auch, dass es nochmal einen zweiten Impel Down-Arc gibt, was eigentlich so untypisch ist wie nichts anderes in One Piece, oder? Dass mal, dass es nochmal so Arcs gibt, werden ja, nochmal besucht, ja, so, das also gibt's ja oder, nicht. Oder recycelt ja so ein bisschen dieses Gerüst von einem Arc, also so, weißt du, so Alabaster Arc ähnelt so Dressrosa Arc enorm von der ganzen Szenerie. Aber recyceln und wirklich eins zu eins nochmal bringen, wobei man sagen muss, der Impel Down Arc hätte einen ganz anderen Touch. Diesmal wäre er viel, viel kürzer, man würde viel schneller voranschreiten, aber wenn man mal überlegt, wie willst du sonst eine Verbindung zwischen zum Beispiel Bo Hancock und Sabo knüpfen, weißt du, so, die würden sich ja auf normalen Wege nie begegnen, wenn aber Bo Hancock ihren Kampf verliert, und gerade bei ihr wäre es ja auch so ein bisschen, wäre es ja auch so ein bisschen dramatisch, weil sie ist von den sieben Samurai noch die, wo wir so, oder wo man zumindest auch Strohhut sich dann emotionalsten dranhängt, weißt du? Und deswegen wäre ihre Niederlage nochmal ein bisschen kräftiger, als wenn so ein Edward Weevil verlieren würde. Weil wenn Edward Weevil jetzt verliert, ey Leute, ja cool so, aber ich kenne den Charakter sowieso nicht, weißt du? Deswegen ist es eigentlich relativ egal. Aber bei Bo Hancock und Mihawk schauen die Leute schon nochmal so ein bisschen gesonderter drauf, und deswegen wartet man natürlich da auf eine Rückmeldung. Bo Hancock und Sabo beide zusammen in Impel Down, das wäre sehr, sehr heftig. Das ist halt die Sache, ey. Das kann man auch nicht so, das kann man auch nicht so leicht beantworten. Also, entweder Vivi, Sabo, die ganzen Samurai der Meere sind jetzt in Impel Down. Das ist für mich eine Option, was aber auch schon, es ist auch ein bisschen glaubst weird. Glaubst du, alle haben verloren? Glaubst du, alle haben verloren? Ja, das ist nochmal ein anderes Blatt. Da müssen wir gleich nochmal reden über Mihawk und so. Das ist ja eigentlich utopisch, so, dass Mihawk da in Impel Down jetzt sitzt. So. Also der Gedanke ist für mich schon fast Quatsch. So. Also dass er sich, er war ja, also das ist ja Stand der Dinge. Er war umzingelt, so. Er ist umzingelt gewesen. Ja, Marineschiffe mit der neuen Erfindung von Vegapunk, weißt du? Ja, ja, ja. Die, genau.
auch nochmal ein Thema, was wir vielleicht noch kurz aufgreifen. Also das ist echt so ein Ding. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im Schwenker sehen, dass die vielleicht, also dass wir eine Zeitung sehen, dass die zur Hinrichtung alle frei, eine Massenhinrichtung oder irgend so ein Blödsinn, dass es sowas gibt. Kann ich mir auch vorstellen, dass die Samurai der Meere öffentlich hingerichtet werden. Und ja, okay, dazu aber noch Vivi und Sabo. Ich glaube sowieso, Vivi, ich glaube, Cobra, ihr Vater, der wurde schon getötet bei der Reverie. Ich glaube, der wurde getötet, das meinte ja. Garp hat ja auch sowas angeteased mit einem Vorfall mit der Nefertari-Familie und sowas auf der Reverie. Das hat er, glaube ich, als er die Fischmenschen nochmal eskortiert hat am Ende, hat er es kurz nochmal erwähnt, dass irgendwas Krasses passiert ist und so. Ja, und dass das, glaube ich, auch nicht berichtet wird oder sowas. Oder dass hey, das Ding weißt ist, du? Weißt du auch, wie krass es wäre, wenn Oda so Mastermind-mäßig diesen Akt der Tragödie quasi beendet und man denkt so, okay, Wano Kuni haben jetzt alle kassiert und man ist quasi traurig darüber, dass Charaktere gestorben sind und so. Man denkt sich, okay, jetzt wenigstens im Schwenker ein paar coole Sachen und die Tragödie zieht sich einfach auch durch den ganzen Schwenker durch, so, weißt du? So, und Bo Hancock liegt im Dreck und Sabo ist auch komplett hinüber und sowas. Also, um kurz darauf einzugehen, also für die sieben Samurai ist klar, alle waren umzingelt, also das heißt, Edward Weeble hat da sogar schon gekämpft, also man hat ihn sogar schon ganz kurz kämpfen sehen, so ein bisschen, oder halt also direkt vor dem Kampf. Mihawk war ja auch relativ nah davor, genauso wie Bo Hancock und auch Buggy. So der einzige von den aktuell aktiven sieben Samurai-Mitgliedern war Bartholomeus Bär, der jetzt nicht umzingelt war, weil er halt schon, also der ist schon Game Over. Aber der ist eine lebende Tragödie. Der ist eine lebende Tragödie, der Mann. So, und und das Ding ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die vier alle verloren haben. Wir wissen, dass Buggy weg wollte. Also Buggy wollte sich so ein bisschen aus der Affäre ziehen, während seine Leute ihn aufhalten. Ich glaube aber, auch da wird er am Ende für seine Crew wieder als Held dastehen und wird sich gefangen, also wird gefangen genommen worden sein. Der wird nicht gekillt worden sein. Es ist ja theoretisch auch möglich, dass sie sie töten im Affekt. Das Ding ist, Edward Weeble fände ich komisch, wenn er verliert, weil man hat den Charakter ja so aufgebaut, ja, er ist so krass wie Whitebeard und bla 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 und er ist der letzte Samurai, der uns enthüllt wurde und so ein Scheiß. Und wenn der dann seinen allerersten Kampf verliert, ist es irgendwie ein bisschen komisch, weil dann ist er in Impel Down, aber also was bringt das so? Wir wissen, er wollte Marco finden, wir wissen, er wollte zu Ruffy und sowas, aber das ist ja alles hinfällig so ein bisschen, wenn, weißt du? Ja, ja. Also wenn er jetzt den Kampf verloren hat, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Echt weird, so, ja. Hast du recht. Bei Bo Hancock könnte ich es mir vorstellen. Sie hat damals Ruffy geholfen, Ace aus Impel Down theoretisch zu befreien und sowas. Und war auch für den Impel Down quasi so der entscheidende Impuls so für Ruffy mit. Deswegen, dass sie verliert, finde ich, ist am absolut wahrscheinlichsten. Auch Buggy ist sehr wahrscheinlich. Aber Mihawk ist auch so eine Sache. Ey, der Charakter ist badass seit Tag 1, so. Und der hat noch nie einen richtigen, richtigen Kampf gehabt. Und den direkt am Anfang zu verlieren, fände ich auch sehr bitter. Der erste richtige Kampf, den wir mitbekommen von Mihawk, den er dann verliert, so mäßig, ne? Also. Ja, das wäre so eine 50-50. Das würde auch diesen, geil, so eine, ja, das würde auch so ein bisschen Mihawk dann in ein anderes Licht stellen. Man hat ihn so als diesen perfekten, unzerstörbaren, stärksten Schwertkämpfer. Und wenn er dann verliert, so gegen eine Truppe Marinesoldaten oder so, also die neue Erfindung, aber trotzdem, ich bin auch der Meinung, er sollte nicht verlieren eigentlich. Okay. Also wie gesagt, ich glaube, ich könnte mir so eine 50-50-Aufteilung so, also Buggy und Bo Hancock verlieren, sprich zwei Samurai bleiben noch übrig, Mihawk und Edward Weeble gewinnen, in Anführungsstrichen. Aber wir können ja auch mal kurz darüber sprechen, was damit noch zusammenhängt. Also ich glaube, nicht einer von denen wird als direkt tot revealed. Also ich könnte mir vorstellen, dass die hingerichtet werden sollen und sowas, aber die werden nicht direkt gekillt werden oder so. Da wird kein Schwenker kommen und dann so, ja, Bo Hancock wurde getötet, so. Das fände ich komisch, glaube ich, passt auch nicht in die in One Piece rein. Aber zum einen, vielleicht ganz kurz dann, was damit in Zusammenhang steht. Punkt 1, Vegapunks Erfindung. Glaubst du, das ist eher sowas wie eine Waffe? Oder glaubst du, das ist eine Art oder so pazifistermäßig Person, Maschine etc., die eigenständig handelt? Ich glaube, das sind Klone. Ich glaube ganz fest, das sind Klone, denn er hat damals mit seiner Wissenschaftstruppe da den Bauplan des Lebens rausgefunden auf Punk Hazard und deswegen wurde er festgenommen, weil er irgendwie das die DNA der Menschen, das im Englischen hieß das Lineage Factor oder so, hat er herausgefunden und konnte das manipulieren und so und konnte dann halt auch irgendwie Klone erschaffen, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich war es dann zu gefährlich und dann hat die Weltregierung gesagt, okay, jetzt müssen wir dich festnehmen, jetzt brauchen wir dich, jetzt bist du, arbeitest du für uns. Also als er den Bauplan des Lebens herausgefunden hat, als erster überhaupt so. Und deswegen glaube ich, Bauplan des Lebens
DNA eines Menschen beeinflussen. Ich glaube, Klone erschaffen ist so das Ding. Es gab doch mal diese Coverpage, weißt du noch, wo man dachte, das sind schon die Klone, weißt du noch? So kann ich es mir vorstellen, dass er von den sieben Samurai vielleicht sogar Klone erschaffen kann. Also überleg mal, wirklich, die DNA von Mihawk, auch mit seinen Skills, mit seinen Fähigkeiten, mit den Erfahrungen und allem, all das sozusagen kopieren und duplizieren und weiß ich nicht was. Und dann gibt es am Ende eine Armee von Mihawks. Überlegt euch das mal. Also, ey, das Ding ist, zu krass. Es ist so eine ultra, ultra easy, also man muss halt gucken, wie man es verpackt, weil es muss hochkompliziert sein, sowas zu erstellen, weil sonst könnte man ja sagen, okay, also entweder kann man immer nur einen Klon erstellen, aber das Problem ist, ich finde diese Klon-Thematik extrem geil, aber dann könnte man auch einfach sagen, okay, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir noch einen Klon von Sengoku, noch einen Klon von Garp, noch einen von Akainu, von Kizaru und von Green Bull und von Fujitora, weil warum nicht, so weißt du, dann hast du von denen auch noch überall einen Klon rumlaufen und dann wird, also, dann wird's albern, ich meine, ja, hast du recht. Dann wird's albern, so weißt du, ich will nicht zwei Kizarus über Schlachtfeld laufen haben, so weißt du, jetzt für die Sieben-Samurai-Thematik wäre es krass und es wäre so ein Master-Move, wenn Fujitora so sagt, ja, wir haben die Erfindung von Vegapunk wiegt die sieben Samurai auf. Ja, warum? Ja, weil es die sieben Samurai sind, so, weißt du? So, und das wäre geil. Es wäre wirklich ein geiles Play. Und man kennt ja so diese Anime-Thematik, dieses so, also es gab es ja schon häufiger mal in Animes, dass so ein Klon gegen irgendwen gekämpft hat und der Klon am Ende verliert, weil es halt nicht das Original ist, so ein bisschen, weißt du? So, dass es am Ende immer noch Sachen gibt, die diesen Kampf entscheiden können, die ein Klon nicht nachstellen kann. Ja, ist so. Das Ding ist, irgendeine Limitation muss es geben, meiner Meinung nach. So, sei es in der Herstellung der Klone, dass man da irgendwas für braucht, irgendwas zu krasses, weißt du nicht, dass man das einfach wirklich eine Armee aus Mihawks machen kann. Das wäre, wie gesagt, komplett albern. Das würde auch ein bisschen das rausnehmen. Ja, so Pazifister-mäßig, weißt du? Ja. Ich habe keinen Bock, dass im letzten Krieg auf einmal 30 Akainus da stehen. So, das ist, das ist Quatsch. Stell dir mal vor, er hat rausgefunden, nicht nur künstliche Soan zu erstellen, sondern künstliche Logia-Früchte oder so ein Blödsinn. Digga, das wäre ja. Das Ding ist, er hat ja so ein bisschen so einzelne Fähigkeiten, zum Beispiel den Laserstrahl von Kizaru in die Maschine gepackt. Ja, das ist ja schon ein bisschen Logia. Weißt du? Das ist ja, geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Es darf halt, wie gesagt, es muss dann eine Beschränkung geben, die es nicht zu krass werden lässt und auch nicht zu albern. So, aber jetzt gerade so eine Klon-Thema, so Mihawk gegen Mihawk kämpfen lassen, wäre heftig, so sind wir ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass wir das sehen im Schwenker, jetzt zwischen den dritten und vierten Akt, dass wir sehen, was die Erfindung von Vegapunk sogar ist. Oder wir sehen das erst, wenn wir Vegapunk sehen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ey, ich muss so sagen, ich habe bei sowas immer so richtig geile Panels im Kopf, weißt du? So Manga-Panels, wie da einfach so ein riesiges Schlachtfeld ist, wo so hunderte Marinesoldaten und so im Dreck liegen und dann so ein Mihawk auch so tot auf dem Boden liegt, so halb. Und man denkt so, okay, Mihawk hat vielleicht verloren, hat zwar noch viele besiegt, aber hat trotzdem verloren. Und auf einmal ist da noch so ein Mihawk, nämlich der richtige, originale Mihawk, der da so sitzt und dann so, damit habe ich nicht gerechnet, aber schlussendlich so, weißt du, so nach Motto und trotzdem gewonnen. Ey, das wäre ultra cool, wenn man so damit spielt, dass man erst denkt, dass der verloren hat, aber dann war es nur der Klon. Ja, safe. Also Vegapunks Erfindung gibt es unendlich viele Möglichkeiten und Vegapunk ist ja nicht nur ein Genie. Also es ist eine der am schwierigsten zu predictenden Sachen. Kommen wir aber vielleicht mal zu was anderem, wenn wir schon dabei sind, weil das hängt nämlich auch dann damit zusammen höchstwahrscheinlich. Glaubst du, im Schwenker wird Green Bull revealed werden? Boah, also es wäre das wert, das zu zeigen, so, weil dann wieder extremer Hype und so, weiß ich nicht. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir Green Bull sehen, wenn er auftaucht und dann auch eine Gefahr ist für die Gegenwart gerade. Also sprich für irgendeinen Strohhut oder für die Strohhüte selbst, so dass er dann auftaucht und wir sehen ihn dann das erste Mal. So wirklich, weißt du, dass wir dann ihn das erste Mal sehen, wenn also er wirklich. Fujitora-mäßig, ja, weißt du noch, wie das in Just Rosa war? Ja, das war cool, erstmal diesen so, Gamble. Er sitzt da so direkt, pam, drückt er das so alles in den Erdboden rein. Und noch im Boden, so, ich weiß nicht noch, das war richtig geil. Also sowas würde ich mir eher wünschen, als den jetzt einfach so, dann hätten sie ihn auch schon bei der Referie zeigen können, wo er da saß mit Fujitora so mäßig, aber deswegen halte ich eher für unrealistisch erstmal, so dass wir den enthüllt kriegen, so, obwohl es auch sein kann. Es kann, also zwischen den Schwenkern kann alles sein, weil wir werden gleich noch drauf eingehen, was in den anderen gezeigt wurde. Es macht halt auch Sinn, dass es darauf aufbaut, was man in den anderen gesehen hat, so, ne? Also das mit Blackbeard zum Beispiel. Ja, und die sieben Samurai, es wurde angeteasert und die Schwenker sind halt genau dafür da. Also, wie gesagt, ich denke, also einen aktuellen Stand von Vivi Sabo und den sieben Samurai
müssen wir kriegen und werden wir auch kriegen. Vielleicht wird ein Charakter ausgelassen oder so aus bestimmten Hintergründen oder so, aber zumindest hier wird uns eine aktuelle Info gegeben. Es gibt natürlich Rätsel, die sind vielleicht noch weitläufiger, da erfahren wir erst in 5 Jahren, was damit ist, aber ich glaube, das ist somit das Wahrscheinlichste für den nächsten Schwenker. Ja. Green Bull Reveal, glaube ich nicht, weil, es wäre fast ein bisschen zu random, dass man jetzt so lange Green Bull sich aufspart. Ich glaube, da spart man sich das wirklich für so ein Ultra-Reveal, dass er halt vor irgendeiner Person steht, die einen entsprechenden Kampf dann auch direkt haben wird und so. Also der wird schon eine coole Show-Off haben. Vegapunks Erfindung, man kann beides argumentieren. Also ich glaube, es wäre cool, wenn man den aktuellen Stand der Samurai zeigt, auch die Erfindung zu zeigen, aber man könnte auch drüber hinweggehen, weil dann könnte man später in einer anderen Situation, vielleicht sogar gegen die Strohhüte, diese Erfindung dann nochmal rausholen und dann quasi sagen, also wenn die sich wundern, hey, was ist denn das? Dass dann die Antwort ist, das ist die Erfindung, die auch die 7 Samurai nicht aufhalten konnten, weißt du? So. Ja. Ja, stimmt, das wäre auch eine Option. Also man könnte da beides argumentieren. Das heißt, Vegapunks Erfindung würde ich nochmal so ein bisschen ausklammern, dass das wirklich garantiert im Flashback vorkommt. Ja, also, warte mal, ich guck mal, was haben wir noch stehen? Wir haben so ein kleines Skript, Leute. Hier steht noch was mit Jivery Bonnie. Die haben wir im Schwenk haben wir die nie gesehen. Wir haben die nur bei der Reverie zuletzt gesehen, ne? Ja, genau, bei der Reverie. Die wollte ja Bartholomäus Bär retten. Die Frage ist Bartholomäus Bär eigentlich, ist der noch einer der 7 Samurai? Ja, also er wird offiziell noch so gelistet, ne? Aber ich meine, seine Zeit ist halt vorbei. So, der wird da nur noch als Sklave gehalten. Nur noch ein Mount. Das Ding ist, das ist nur noch ein Mount, was du dir für 3000 Gold im Shop kaufen kannst. Genau so. Aber das Ding ist, ich meine, er wird ja auch nicht mehr zum Kampf genutzt werden, höchstwahrscheinlich, weil, ich meine, als 7 Samurai wirst du nicht in Mary Jaw eingesetzt, weil in Mary Jaw sind keine Leute, die, weißt du, wo du ein 7 Samurai, also, und du würdest ihn auch nicht als Mount benutzen, wenn du auf ihn angewiesen wärst, stärketechnisch. Ja, das stimmt. Deswegen, er wird zwar noch gelistet, aber die Frage ist halt so, also wenn man da den aktuellen Stand zeigt, was willst du von Bartholomäus Bär zeigen? Entweder geht es ihm noch schlechter, als es sowieso schon der Fall ist, oder man zeigt halt so ein bisschen, wie er jetzt versucht wird, wie man versucht, ihn zu retten, weil wir wissen, Jevely Bonnie wollte ihn retten, okay, aber wir wissen ja auch, die Revus wollten ihn retten. Allerdings, Sabo, Karasu, Lindbergh und so haben halt den Kampf gegen Green Bull und Fujitora verloren, das heißt, die sind erstmal ausgeklammert und ob jetzt Jevely Bonnie das schafft, was quasi Sabo, Karasu und Co. nicht geschafft haben, weiß ich nicht. So, also ich glaube, ja, das die wird sich da auch nochmal zurückziehen müssen. So. Denke ich auch. Also vielleicht hat sie es geschafft, bei der Reverie zu entkommen. Vielleicht ist sie auch mitgefangen genommen und ist auch dann Impel Down oder zur Hinrichtung freigegeben. Also die Info, die wir dann kriegen, mehr oder weniger, kann ich mir vorstellen, dass wir das dann sehen. Weil, wie gesagt, sie wollte Bartholomäus Bär befreien. Sabo war ja da unten die ganze Zeit und deswegen ist es dann auch, glaube ich, ausgebrochen später, der Kampf. So, das war mehr oder weniger dann eine emotionale Handlung, so wegen Bartholomäus Bär. Und das Ding ist, man muss ja. Da wird sie sich auch anschließen, dann, weißt du, den Revus. Also, die wird ja dann nicht ihr eigenes Ding machen und abhauen oder so. Genau, und das Ding ist, wenn man wieder nach Impel Down geht, dann würde man sich ja höchstwahrscheinlich auch wieder von Level zu Level schnell durchpushen. Natürlich wird Level 1 und 2 jetzt nicht 8 Wochen dauern, so. Also, das wird ganz, ganz schnell gehen. Aber man muss ja quasi Impel Down dann auch wieder ein bisschen mit Content füllen, sage ich mal, weißt du? Das heißt, damals war Jinbei mit dabei, ist jetzt ein Strohhut-Mitglied geworden, so, weißt du? So, Crocodile ist nicht mehr in Impel Down und und Ivankov und so ein Scheiß. Das heißt, so ganz viele Charaktere, die damals eine entscheidende Rolle in Impel Down hatten, sind nicht mehr da. Und die kannst du jetzt halt gut mit anderen Charakteren füllen, weißt du? Dann begegnen die natürlich mit Bonnie zum Beispiel, holen die da raus und so. Der da unten schon sitzt. Ey, das wäre das lausigste Comeback des Jahrtausends, Alter, wenn fucking Enel da in so einer Zelle sitzt und dann so, bitte, Ruffy, bitte, hol mich hier raus. Nee, ey, das glaube ich nicht. Nee. Also, wenn das gepult wird, ne, dann breche ich One Piece ab. Ich auch, aber passieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir da einige Charaktere sehen wieder, wenn es dahin geht. Wir haben auch noch, wie gesagt, Bonchan, wir haben Magellan, wir haben Doflamingo, der da drin sitzt, WTF, der ja auch angeteased hat, dass die Marine da, die Weltregierung irgendwelche Assassinen runterschickt und so. Deswegen könnte man vielleicht als Gegner denn dort auch irgendwelche Assassinen bringen, die CP0 oder so, die dann die Strohhut-Allianz da durchjagt oder so, oder Ruffy oder wer da auch immer drin ist. Ey, weißt du?
Ich spüre den Comedy-Moment des Jahrtausends, wenn Doflamingo da in seiner Zelle sitzt und auf einmal seine, weißt du, und er, also es ist ja eigentlich ein berühmter Werdegang von den sieben Samurai, gegen Ruffy zu verlieren und dann nach Impel Down zu kommen, so wie Crocodile und Doflamingo und sowas, weißt du? Mhm. Und es wäre ultra lustig, wenn Doflamingo da so in der Zelle ist und dann, also es wird natürlich nicht passieren, Leute, aber dann so Mihawk, Bo Hancock und so dazukommen und er guckt so hoch und sagt dann so, na, auch gegen Ruffy verloren? Ja, so, das wäre so krass, ey. So richtig so. Das Ding ja, ist, ey, meine alten Kollegen. Könntest du dir das vorstellen? Also es war ja auch unvorstellbar eigentlich. Überleg mal Alabaster, Crocodile, was für ein Wichser, der hat so viele Tote auf sein Gewissen und so. Und halt auch Ruffy zweimal fast ich getötet. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, könntest du dir das vorstellen bei Doflamingo, dass er am Ende an Ruffys Seite kämpft? So, das ist eigentlich unvorstellbar, ne? Ja, also, nee, weil das Ding ist, Crocodile ist ja... Das war ja mehr so eine, also wirkliche Zweckgemeinschaft, so, ne? Und, also Doflamingo ist, glaube ich, nochmal so eine andere Art von Böse. Ja, aber, weißt du? Ja, an sich hast du recht, ich glaube es auch. Aber Crocodile also, hat ja wirklich dann das Leben gerettet von Ruffy. Und super, aber der war immer nur so profitorientiert oder wollte seine, ich meine, der hat auch viele Menschen getötet, klar, alles so, aber Doflamingo, weißt du, es ist nochmal ein anderer Spirit, den König darum zu bitten, dass alle Leute rauskommen und ihre ersparten Sachen und so auf die Straße packen und dann mit Fäden als König durch die Stadt zu reiten und die Bürger zu töten, so weißt du? Ja. Also, das ist, ich weiß nicht, da ist der Vibe schon nochmal ein bisschen anders. Und ich glaube auch gerade so aus Respekt vor Trafalgar und so würde Ruffy das, also... Es wäre cool, es wäre wirklich, wirklich cool, muss ich sagen, wenn Doflamingo so kurz aus Zweckgemeinschaft heraus irgendwie da mithilft, weißt du? Ja, würde ich auch aber, feiern. Oder, weil man könnte es ja auch so sagen, dass sie vielleicht da Bo Hancock oder so befreien und Bo Hancock dann so sagt, nimm Doflamingo auch mit und Ruffy dann so, niemals würde ich das tun. Und wenn sie dann Ruffy so sagt, der weiß echt ein paar Sachen, die du noch brauchen wirst. Oder anders formuliert natürlich so, der weiß Sachen, die wichtig sind und sowas, ne? Mhm. Und dann, dass dann Doflamingo so mitgenommen wird, vielleicht aber auch noch mit Seestellenhandschellen an und sowas, damit man so ein paar Infos von ihnen kriegt, weil Doflamingo es inzwischen egal ist, ob alles rauskommt. Und Doflamingo hat halt Informationen, die enorm heftig sind. Und das könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass sie die Handschellen abnehmen und er dann so mit seiner Fadenfrucht Seite an Seite mit Ruffy durchläuft. So. Das kann ich mir beim besten Willen auch irgendwie nicht so richtig vorstellen. So, das Bond, das aber Bondschaden... Dann doch lieber Enel in der Zelle. Ja, dann doch lieber Enel, ja. Man weiß ja auch nicht, wer noch da alles schlummert, Digga. Da könnte ja noch sonst wer schlummern. So, lass uns mal über ein wichtiges Thema reden. Also was, obwohl, erstmal über ein nicht so wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Also ist schon krass und für viele ist es auch mit das krasseste Thema überhaupt, aber Monkey D. Dragon. Meiner Meinung nach... Er an sich, er so als Charakter, übertrieben interessant, auch übertrieben stark wahrscheinlich und gefährlich und man weiß nicht richtig, was für eine Kraft er hat, okay. Und er ist der Vater von Ruffy allein, das ist schon so krass, aber die Revos, wenn wir die Revos jetzt mal sehen, wer ist denn da noch? Ja, eine Enttäuschung. Wir haben Dragon, wir haben Huck, wir haben Koala, wir haben Bello Betty und Punkt. Ja, mehr haben wir nicht, so. Jetzt noch. Du musst dir vorstellen, Ivankov. Koala hat mehr so einen die hat mehr so einen informativen Content, sag ich mal, die bringt da auch nicht viel. Huck ist jemand, der hat sich den Arm gebrochen, als er gegen Bartholomeus Barriere geschlagen hat, ja, weißt du? Stimmt, so, ja. Der strotzt auch nicht gerade vor Stärke, so, weißt ja. Da würde wahrscheinlich auch jeder dritte Fischmensch auf Fishman Island besseres Fischmenschen-Karate parat haben. Wie disrespectest so, weißt du ihn hier, Digga, oh mein ja, Gott. Ey, sorry, aber Huck ist jetzt, also, das Ding ist, du tust gerade so, als ob Huck mit so einem langen Mantel, weißt du, wo die Ärmel so im Wind wehen, so vor Mary Jo alleine steht und so sagt, ich hole euch raus, Leute. Huck, Digga, der macht Hackfleisch, das ist das krass. Nee, also das Ding ist, für mich sind die Revos so ein bisschen, also es ist halt eigentlich eine einzige Tragödie, muss man sagen, weil man hat so extra diese, ja, in allen Blues ist ein Kommandant der Revos und so, man hat die so inszeniert und dass die alle voll krass sind, aber schlussendlich haben sie alle verloren so. Ja. Und das Ding ist, jetzt ist, finde ich, der Zeitpunkt, wenn man den aktuellen Stand von Sabo und demnach vielleicht auch von Morley und Lindbergh und sowas zeigt, dann wäre es auch gut, Monkey D. Dragon zu zeigen. Ich weiß, Leute, es ist so weit weg und es wirkt immer so unrealistisch. Ja, wahrscheinlich macht Monkey D. Dragon jetzt seinen Move. Ja, aber jetzt wäre es mal Zeit so, weißt du? So jetzt müsste er mal seinen Move bringen. Und ich finde, Monkey D. Dragon muss dann wirklich all das
wieder aufwiegen, was seine Leute verkackt haben, so, weißt du, dass er dann wirklich so einen Move bringt, wo du denkst, scheiße, der Mann ist krass, so, ohne Einschränkung, der Mann ist heftig. Weil wenn der dann auch nämlich nur so sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was wir machen sollen, das wäre, also dann kann, ganz ehrlich, dann können die Revos auch, dann sollen die da auf ihrer Insel bleiben und ein bisschen philosophieren, so. Aber ey, als er die News in der Hand hatte, die Zeitung, wo ja, drin stand, ja, Digga, da hatte er ja. Der Kackschiff hat schon gemalt, Digga. der ist schon, Digga, der war schon am Arsch, so, der dachte sich, jetzt ist es vorbei, so. Also, keine Ahnung, der war so nass geschwitzt, dass, also, so viel Vertrauen kann er in seine eigenen Fähigkeiten dann ja wohl auch nicht haben, Digga. Ja, ich weiß, was du meinst, so. Aber vielleicht war es auch eher so. So ein Mitgefühl, meine Freunde. So, dass ihn Sabo so wichtig ja, war. Okay. Und bla. Ja, okay. Schieben wir es mal darauf erstmal. Also, das Ding ist, also Leute, ich sag's euch auch, wie es ist. Wenn Monkey D. Dragon stärketechnisch eine Enttäuschung ist, so wie die Kommandanten, dann trigger ich in die Hölle. Wirklich, dann. Ohne Witz. Meine Meinung müsste, also bevor wir das wussten und die gesehen haben, war ich fester Überzeugung, ein Revolutionsarmee-Kommandant muss so stark sein wie ein Admiral. So, weil. Nein. Ja, das sind sie auf keinen Fall. Das ist Quatsch, das ist klar, aber. Nee. Also für mich war immer so der Vibe, zwei Kommandanten, ein Admiral. So roundabout. So hab ich das so. Ja, aber guck mal. Weißt du? Ja, sie haben jetzt zu viert und Sabo ist ja nicht mal ein richtiger Kommandant, so erst die zweite Hand, so erst der Stabs, wie sagt man, Stabschef. Ja, yeah, ich habe gesagt, dass es so ist, die sind noch schwächer, klar, aber ich habe es mir gewünscht, dass es so ja, ist, weißt du? Ja, es ist ja nicht mal so, die schaffen nicht mal in der Überzahl, in der doppelten Überzahl schaffen die, also es ist jetzt auch keine Schande, ne? Die sind überkrass, die Admirale und Greenbull kennen wir nicht mal richtig, vielleicht ist der ein übertriebenes Powerhouse, weiß man nicht, aber ja. Das Ding ist, ich habe gerade auch noch so einen richtig lustigen Punkt. Guck mal, wir haben ja sogar einen relativ langen Kampf gesehen mit Sabo gegen Fujitora, der relativ ausgeglichen war. Klar, die Meteoriten kamen gar nicht zu Sabo durch. Oh nein, ich weiß, was du sagst. Du würdest sagen, drei schaffen nicht ein, Digga. Ja, so, weißt du, pass auf. Ja. So, also, das heißt, die Meteoriten kamen nicht durch. Das heißt, Fujitora hatte ein Handicap. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Sabo hatte seine Teufelsfrucht erst ein paar Minuten oder ein, zwei Stunden so. Das heißt, er hatte noch keine Erfahrung. Und wir haben gesehen, dass er nachher ein bisschen mit der Teufelsfrucht noch trainiert hat. Das heißt, beide waren so ein bisschen nicht auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Stärke. Trotzdem war der Kampf ausgeglichen. Und Sabo hat ja auch vorher schon zum Beispiel Bastille und so besiegt. Wie lustig es ist, wenn man so denkt, okay, Sabo kann ungefähr Fujitora ebenbürtig gegenüberstehen und dann denkt sich so, Leute, ich mach Fujitora, ihr drei macht den Rest und dann guckt er so zwei Minuten später wieder rüber und seine ganzen Kameraden sind am Arsch und er denkt sich so, Junge, mit was für Teamkameraden kämpfe ich hier? Ja, das ist das Ding. So, und es gibt ja noch einen Kizaru, es gibt noch Akainu, es gibt noch die CP0, es gibt ja noch die ganzen Pazifisten, die neue Erfindung, es gibt ja noch viel mehr Gefahren als nur die Admirale, Digga, und die. Ja, ja. Die Revo hat ja dann nichts, die Revolutionsarmee hat nichts vorzuweisen. Deswegen, Dragon muss einfach, Digga, der muss einfach, weiß ich nicht, der muss drei Admirale carryen. Ich weiß es nicht. Das ist viel zu krass. Ja. Ey, theoretisch, was die Revos wirklich bräuchten, wenn man von einer soliden Stärke von Dragon ausgeht, dann bräuchten die Revos trotzdem noch in so einen Schwenker, müsste so ein Move kommen, wo Dragon so in so eine Höhle geht und dann so zu 10 Leuten hinter einer Maske sagt, so, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch jetzt schon brauche, aber ich brauche euch jetzt. So, ja. Weißt du, dann kommen da so 10 Ultra-Ficker. Wird natürlich niemals passieren, Leute, das ist jetzt nur Spinnerei, aber nur damit ihr so wisst, wie kacke die Revos eigentlich gerade sind. Also, aber ich denke wirklich, dass wir uns darauf verlassen können, dass Monkey D. Dragon stärketechnisch nicht enttäuschen wird. Ja, ich glaube, da bin ich, also da, das ist eine safe. Das Ding ist für mich auch, guck mal, die Revolution, es soll eigentlich ein Schwenker-Podcast sein, wir reden jetzt gerade so viel über die, aber ich muss kurz mich ein bisschen auslassen. Guck mal, die Revolutionsarmee, Jahrzehnte waren sie im Verdeckten, auf der Geheiminsel Baltigo. Dort haben sie sich immer stärker zusammengerafft, haben immer weitere Verbündete gesucht. Hat man ja auch gesehen damals und so im Goa-Königreich, wo er den Windtunnel da gemacht hat in den Feuer, weißt du, und gesagt hat, kommt alles zu mir und so. Neue Verbündete. Also Jahrzehnte hat Dragon jetzt Leute zusammengerafft, Verbündete gesucht. Und keine Ahnung, dann kommt einmal Jesus Burgess dahin und sofort ist Baltigo weg. Sie haben keine Verbündeten mehr, jetzt sind sie auf der Transeninsel mit gefühlt einer Handvoll Leute. Wo sind denn die ganzen, wo ist denn die Armee? Die kann doch, weißt du, wo ist die denn? Oder kann er, oder macht er so ein Ruffy-Ding? Dragon ist mehr auf Quantität statt auf Qualität. Ja, aber anscheinend ja auch nicht auf Qualität, Digga. Guck dir die Leute an, die gehen da ein wie die Fliegen, Fallobst. Nee, keine Ahnung. Also,
Oder macht er so ein Ruffy-Ding und hat auf einmal auch eine Armee von Millionen Revolutionären? So Leute, die jetzt noch als Bauer irgendwo arbeiten, aber dann, wenn es soweit ist, dann kommen sie mit ihren, aus dem Keller holen sie die Waffen. Aber das Ding ist, ey, Leute, selbst wenn so, also das Ding ist, selbst wenn Dragon jetzt mit 1 Million Menschen dahin kommt und 1 Million Marinesoldaten gegenübersteht, das ändert ja nichts an der Thematik, dass bei den Marinesoldaten trotzdem noch ein paar Admirale und so stehen, weißt du? Ja, so. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ein paar Magma-Fäuste in die Luft, wir kennen die Szenerie. Wir bashen gerade ein bisschen zu viel auf die Revos, aber Leute, das ist jetzt ja. Nur nach Fakten. Nur das, was wir wissen, das sind die Kommandanten, das sind die Stärksten, die haben verloren gegen, in Klammern, nur 2 Admirälen, so, aber deswegen, man muss halt das, was man gerade, was man hat an Infos, so, das ist leider das und das ist leider traurig und deswegen bin ich noch nicht, also ich dachte immer, die Revos müssen ungefähr der Gegenpart zur Weltregierung sein und die Weltregierung ist ja so mächtig, ist auch in Ordnung, wenn die mächtigste Fraktion ist, aber die Revos, weiß ich nicht, Jahrzehnte gefühlt ja. Haben sich jetzt im Untergrund stärker gemacht, so, aber davon ist nicht zu sehen. Keine Ahnung. So, nächstes Thema. Lass uns mal nächstes über den Thema. Schwenker reden. Über den Schwenker, ja. Also, wie gesagt, Samurai stand, Vivi stand, Sabo stand. Ja, Green Bull Reveal, maybe. Vegapunk-Erfindung, maybe. Ja. Monkey D. Dragon, nächster Schachzug. Kann ich mir auch vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen, ist aber auch nicht garantiert. Ja. Eine Sache, die sehr interessant wäre, sind so ein paar kleine Rätsel, die uns quasi auferlegt wurden, gerade auch durch die letzten Schwenker, wo wir aber nicht wissen, ob das jetzt kommt. Zum Beispiel, Verbleib der letzten antiken Waffe, ganz aktuell im Wano Kuni, geht es wieder in diese Thematik und es sind so die finalen Schachfiguren, die gesetzt werden. Und wenn man jetzt den finalen Hinweis auf die antike Waffe gibt, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Im Westen Hand ist sie, weil schlussendlich läuft gerade alles so ein bisschen auf Richtung Ruffy zu. Aber die letzte antike Waffe könnte da vielleicht nochmal einen entscheidenden Punkt bringen. Die Sache ist, wir haben ja so ein paar Zusammenhänge mit Alabaster und sowas. Aber, also zum Beispiel für mich auch nur ein kleiner Funfact dazu, wenn die letzte antike Waffe jetzt revealed wird, dann ist für mich das Edel-Comeback gestorben. Weißt du? Ja. Weil der Mann, der war so auf dem Mond, liest da so diese Inschriften, die auch so ein bisschen auf antike Waffen teasern. Und wenn die jetzt auch noch kommt, so weißt du, dann brauchen wir Edel nicht mehr. Ja, so, ist echt dann ist so. Auch egal. Dann brauchen wir das echt nicht. Das heißt, antike Waffe und das letzte Road-Poneglyph, ein Hinweis darauf, wo ist das verschollene Road-Poneglyph, weil das Ding ist, es kann ja nicht lange mehr verschollen bleiben, weil nach Wano Kuni muss man sich halt darum kümmern. Und noch ein Rätsel, was aufgeklärt werden könnte, über welchen Pirat wollte Shanks sprechen? Oh, also, das ist interessant. Was glaubst du, was davon sehen wir und was davon sehen wir nicht? Also ich glaube wirklich zu 90% bin ich mir sicher, dass wir in dem Schwenker Blackbeard sehen, in einem kleinen Panel, so in einer kleinen, vielleicht eine Seite oder so, und auch eine Info, beziehungsweise vielleicht sogar selbst Shanks auch sehen. Also bei Blackbeard halt wirklich die Frage, was, er ist ja im letzten Schwenker los, was, er wollte sich irgendwas holen, bevor die Marine es sich schnappt. Leute, da kann man sich auch alles zu ausdenken, wirklich. Also das kann eine antike Waffe sein, es kann Sabo sein, es kann eine enge Teufelsfrucht sein, es kann jetzt auch Onigashima sein, dass er dahin will und sich den Kopf von Kaido holen will oder die Porneglyphen bei Big Mom, es kann alles sein. Es kann alles sein. Es kann so viel sein. Yeah. Und da will man könnte alles auch fair argumentieren, ja, weißt so. Du? Ob er sich jetzt das Rogue-Poneglyph holen will, ja, okay, will die Weltregierung auch haben, um sich das One Piece vielleicht vorher zu sneaken, klar, warum nicht? Ob es eine antike Waffe ist, ja klar, so Waffen in der Hand von einem Kaiser oder von einer Weltregierung würden beide nicht nein sagen, so. Also alles lässt sich logisch und fair argumentieren und man könnte nicht sagen, ah, das ist ja jetzt doof, dass er nicht das Rogue-Poneglyph holen würde und sich stattdessen eine antike Waffe geholt hat oder so, ist Quatsch. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten und ich glaube, das hat Oda halt echt geschickt verpackt, einfach zu sagen, bevor sich die Marine holt, ja, das Ding ist, das ist so eine allgemeine Aussage, auch wenn es zwei komplett gegensätzliche Fraktionen ist, wollen dem Grunde nach alle nur möglichst viel Stärke kriegen oder möglichst viel Wissen. So, das heißt, es kann wirklich alles sein. Ja, einfach nur. Ist echt so. Und das ist das Ding. Also, da will ich auf jeden Fall ein bisschen Info zu haben, die wir auch, ich sag, die kriegen wir zumindest wirklich. Zumindest ein Teaser. Die kriegen wir auch. So, bei Shanks. Aber ich könnte mir auch hier wieder vorstellen, sorry für die Unterbrechung, ja. Ich könnte mir auch hier wieder vorstellen, dass dann der Teaser lediglich ist, dass man entweder Blackbeard sieht oder vielleicht auch ein Green Bull Reveal, so wie die dann sagen, also Blackbeard, zum Glück habe ich es noch vor der Marine bekommen oder Green Bull, zum Glück hat es Blackbeard nicht bekommen. So, und man weiß gar nicht, was es ist, weißt du, man weiß nur, okay, ja. Der und der. Aber das wäre wieder so ein richtiger Oder-Move und dann wieder drei Jahre warten, bis wir wieder zu drei Jahre wieder Info kriegen, so, weißt du, in 3 Jahren erst wieder. Ja, ja, genau. Bei Shanks, also da bin ich mir zu fast 100% sicher, dass wir dieses Jahr noch irgendwas über Shanks sehen, weil Oda das auch gesagt hat, so. Dann hat Oda wieder zeitlich sich komplett verschätzt und wir kriegen das erst im nächsten Jahr, weil er hat gesagt, dieses Jahr macht ein gewisser rothaariger Charakter seinen Move und damit ist bestimmt nicht Kid gemeint, so, dann weiß ich nicht.
wenn er damit irgendwie einen anderen Charakter meint und es nur verarscht hat, so, das muss ja Shanks sein und Shanks wird seinen Move machen. Die Frage ist, wird er seinen Move in die Gegenwart jetzt gerade da bei Ruffy machen, so, oder wird er seinen Move in der Welt machen und wir sehen es nur im Schwenker, was ich für realistischer halte, aber was halt, ne? Was ist Shanks Move? Wo also, will er hin? Was macht also, er? Das Ding ist, wenn, das könnte man ja auch ein bisschen kombinieren, je nachdem über welchen Piraten er sprechen wollte, es gibt natürlich viele logische Ansätze, aber sofern es ein Pirat ist, dem er vielleicht auch feindlich gegenüber gesinnt ist, könnte das auch direkt sein nächster Move sein. Also sagen wir mal als Beispiel, es wäre Blackbeard, dann ist es vielleicht auch klar, dass sein nächster Move auch mit Blackbeard zu tun haben wird, als Beispiel. Aber ich finde, also es gibt so Mysterien, wie zum Beispiel, haben wir auch noch mit aufgeschrieben, gehen wir aber nur ganz kurz mit drauf ein, was Imsamas nächste Schritte sind. Ob wir jetzt Imsamas nächsten Schritte dieses Jahr sehen oder in 5 Jahren, macht im Grunde nach nicht so einen großen Unterschied, weil das Mysterium bleibt das gleiche. Ich finde aber dieses Mysterium, über welchen Piraten Shanks sprechen wollte, ist etwas, was am besten auch noch in diesem Jahr aufgeklärt werden sollte, weil das ist kein, also er wollte über einen Piraten sprechen, cool, aber das ist nicht irgendein Geheimnis, was ich jetzt 5 Jahre mit mir rumtragen will, weißt du? Ja. Das ist nicht so ein, was ist das D, was ist das One Piece, so, weißt du? Das ist einfach nur ein scheiß Pirat, über den Shanks sprechen wollte, was natürlich cool ist, aber ich finde, das ist kein langwieriges Geheimnis, oder ich hoffe es zumindest nicht. Ja. Ich hoffe eigentlich, dass das in diesem Flashback geklärt wird. Wobei ich aber glaube, dass das auch nicht, also es ist auch eher so eine 50-50-Chance. Boah, ey, das wird auf jeden Fall so interessant, Mann. Also, ich will unbedingt sehen, ich kann mir auch vorstellen, dass Shanks, stell mal vor, Shanks rettet, das klingt jetzt auch ein bisschen krass, aber hilft Mihawk so, weißt du, bei der ganzen Sache. Das könnte man auch so gut kombinieren, dass er dann Mihawk hilft oder so und Mihawk erstmal ja, Unterschlupf findet bei Shanks auf der Red Force oder so, das klingt erstmal ein bisschen wie weird. Geil, ey, wie geil wäre, ich stell mir mal diese Panels vor, wie geil wäre das? Das wäre so krass, Mann. So ein Mihawk so voll blutverschmiert und so und dann so, ohne dich wäre ich echt am Arsch gewesen, so nach dem Motto. Und dann sieht man einfach so Shanks, ne, und dann so, ja nur der guten alten Zeiten wegen. Boah, ey, da wäre alles ey, aus. Andere Mangaka hätten schon 100-mal die Chance ergriffen und so, ne? Sich das, also so, und Digga, Oda macht, wir können das gar nicht ausmalen, wenn sowas mal passiert, Leute, wenn sowas mal wirklich passiert, das wir können Ding das ist, gar nicht ausmalen. Oda hat einfach so 700 Milliarden Gänsehautmomente einfach in der Hinterhand, die er so immer pullen kann, wenn er Lust hat. Ist so. Digga, er könnte jetzt straight ein Jahr lang oder mehr sogar jedes Chapter eine krasse Enthüllung raushauen, die absolut das Internet erschüttern würde, so. Und überleg mal, wie viele es noch gibt, wie sollen, also One Piece jetzt in 4 Jahren, also das ist 4 Jahre vorbei sein, das ist doch so ein Quatsch. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also 4 Jahre ist Quatsch, ja. 4 Jahre ist Quatsch. Generell vielleicht auch ganz kurz mal zu dieser Thematik, weil ich es auch echt oft in den Kommentaren kriege, wirst du wahrscheinlich noch mehr kennen und haben als ich, oder wirst du definitiv haben, ist diese Frage so, was glaubst du, wie lange geht One Piece noch, ne? Aber das Ding ist, Leute, man darf nicht vergessen, so, also selbst wenn der Manga jetzt nur noch 5-6 Jahre geht, ne, danach kommen noch, also dieser One-Piece-Content, der wird noch mindestens ein Jahrzehnt vollends durchgeführt werden oder wird danach noch Film-Stories machen, die vielleicht auch in den Kanon mit reingehen, also nicht nur Filler-Stories, sondern vielleicht auch irgendwas behandeln, was mal angeteasert wurde, aber nicht ins normale Werk mehr Platz gefunden hat. Das heißt, da werden wie in Dragon Ball und Naruto auch noch mindestens 2 Filme danach kommen. Digga. So, da werden Episodes oft kommen, der Anime wird ja noch weitergehen, da werden auch noch Arcs geschrieben, Filler-Arcs, wo Toei Animation auch sagt, okay, wir haben extra Content mit dazu geschaffen, wo oder aber sagt, das geht klar. Und da wird so viel Content noch kommen, Episodes oft, Filme, Filler-Arcs, Anime-Folgen und so weiter und so fort, plus ein Databook, was safe am Ende von One Piece nochmal kommt, mit so viel neuem Wissen. Also, Leute, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass in 5 Jahren wir da sitzen und dann auf einmal gar nichts mehr haben, worüber man reden kann. Und das Ding ist, du darfst auch nicht vergessen, dass das so eine Riesenwelt ist, weißt du? Das ist ja wirklich so, Oda schafft die ganze Zeit das Grundgerüst. Man könnte jetzt auch 800 Jahre zurückgehen, da gibt's ja trotzdem schon den Planeten, da gab's schon Joy Boy, da gab's irgendwas anderes. Das kriegen wir zwar in dieser 800 One Piece. Millionen Jahre. Yeah. Digga, du kannst auch, weiß ich nicht, 200 Jahre in die Zukunft dann einfach so, Ruffy, alle anderen sind schon tot, die Strohhüte und so, und dann geht's da weiter mit einer anderen Geschichte so, und in Piraten gibt's wahrscheinlich immer noch. Zwar, aber glaubst du daran? Die großen Geheimnisse sind dann erstmal so weg, aber vielleicht gibt's da neue Geheimnisse, neuen Antagonisten, man weiß es nicht, es kann ja immer mehr kommen. Es gibt Weltraumpiraten, oder hat die Welt so gestaltet, dass es noch andere Planeten gibt, also es geht so doll, also die Welt ist so groß, man kann daraus so viel machen, ich glaube, diese Geschichte und diese One-Piece-Welt, die wird uns unser ganzes Leben noch begleiten, bis ich im Sterbebett liege, ich schwör's euch. Ey, das Ding ist, ich wünsche mir eigentlich auch so einfach mal so 1-2 Side-Stories, weißt du, so, ich weiß auch nicht, also das ist ein bisschen untypisch, muss man sagen, aber es gab's auch schon 1-2 Mal, so,
quasi nicht, es gibt ja zum Beispiel Naruto, Naruto Shippuden und Boruto, aber es gibt zum Beispiel auch Naruto Gaiden, so eine kleine Side-Story, die natürlich irgendwo in Boruto reingreift, ganz klar, also es gehört dazu, so, aber das könnte ich mir halt für One Piece auch geil vorstellen, einfach mal so sechs Anime-Folgen, die einfach von Oda abgesegnet wurden, über die Roxy Sebek-Ära. So ein bisschen so, Ace-Novel-mäßig. So, weißt du, einfach mal die Roxy Sebek-Ära oder noch so ein bisschen Roger oder sonst irgendwas, ne? Das würde so gut funktionieren. Die Leute lieben sowas und man hat unendlich viel Content und vor allen Dingen wohl mit den interessantesten Content überhaupt, so, weißt du? Ja, ist echt so. Digga, da bin ich auch so gehypt drauf. Wir könnten, also ja, ich wollte gerade sagen, darüber können wir auch mal einen Podcast machen, aber also dazu lohnt es sich ja eigentlich erst, also beziehungsweise, ja okay, das könnte man jetzt schon machen, aber ich hätte Bock, so einen Podcast zu machen, wenn unsere One Piece-Geschichte, die wir gerade erleben mit Ruffy und so, so im Finale wirklich ist, aber weiß ich nicht, wann ist das? Ja. Dann sind wir Mitte 30. Das Ding ist, wir können ja echt mal einen Podcast darüber machen, wie wir uns so den weiteren Verlauf von One Piece vorstellen nach Ende der Hauptgeschichte. Weil das Ding ist, es gibt vieles, worüber man sprechen kann. Aktuell sind ja die Filme immer so, ja, irgendjemand von Impel Down ist ausgebrochen oder sowas wie ein Turnier. Aber das kannst du am Ende von One Piece nicht mehr pullen, so, weißt du? Ja. So ein Impel Down-Ausbruch oder irgendein Turnier oder so, das kommt dann nicht mehr. Vielmehr bietet es sich dann das zu machen, was jetzt richtig Trend geworden ist in der Anime-Branche, nämlich Kanon interessanten Content, der es aber nicht in den eigentlichen Anime schafft, als Film zu adaptieren. So, Demon Slayer geht auch weiter mit einer neuen, geht auch der Kanon weiter mit einem Film. Jujutsu Kaisen kriegt auch einen Film jetzt und so weiter und so fort. Die adaptieren dann zum Beispiel Band 0, was nicht im Anime stattfindet, direkt und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo Oda sagt, okay, ich implementiere jetzt etwas in die Story, was euch alle interessiert, was auch irgendwo mit dazugehört, was aber nicht in diese typische Kategorie fällt, weil man sieht ja jetzt, dass es auch ohne die Strohhutbande funktioniert und gerade bei One Piece funktioniert, dass wenn ein Schwenker kommt und man sieht die Strohhüte nicht, dann freuen sich alle gefühlt mehr, als wenn man die Strohhüte ja, sieht. Ja, das ist halt echt so. Ich finde das auch geisteskrank so. Die ganze Welt ist interessant und das ist einfach das, was One Piece für mich ausmacht. So. Ansonsten, haben wir irgendwas vergessen, was wir noch erwähnen könnten im Schwenker? Ich überlege gerade. Also Vivi Sabo, Samurai-Stand, antike Waffe, Rope-Poneglyph, Monkey D. Dragon. Da müssen was will sich Blackbeard holen, gibt es wie gesagt unendlich viele Möglichkeiten. Über welchen Pirat wollte Shanks sprechen, wenn du dich jetzt auf einen festlegen müsstest, was würdest du sagen? Ich würde sagen Sebek. Es könnte ja, natürlich krass. Weevil sein, es könnte Blackbeard oder Ruffy sein, es könnte Digga. Aber ich glaube irgendwie Sebek, weil ich glaube, er ist der Sohn und ich glaube, dass ich weiß nicht. Oder wollte natürlich, dass wir uns die Frage stellen. Aber das wäre ein viel heftigerer Punkt gewesen, wenn er der Sohn ist, was ich den Punkt fühle ich tatsächlich aber auch. Aber wenn er dann so sagt, ich würde gerne mit euch über meinen Vater sprechen. Das Internet wäre damals anders gebrochen. Ja. Das wäre anders gebrochen gewesen. Überleg mal, was für einen Unterschied das gemacht hätte, ne? Das wäre so, aber das Ding ist, du wüsstest, also jetzt mutmaßt man so, geht es um Blackbeard, geht es um Ruffy und sowas, aber wenn es um seinen Vater geht, dann fallen direkt erstmal so 700 Charaktere aus dem Raster raus, so, weißt du, es gibt nur so ein, zwei Möglichkeiten dann, deswegen, ja, weil das Ding ist, das denke ich schon. Guck mal, er hat das so formuliert über einen bestimmten Piraten, so, und wenn er mit den Gorosei redet, ich weiß nicht, er könnte das auch so anteasen, wenn er über Ruffy reden will, aber ich glaube, das wäre aber auch ein bisschen low, oder? Ja, er könnte, und die wissen ja auch, die Gorosei haben auch über Blackbeard geredet und alles so. Weißt du, also die kennen ja Ruffy, die kennen Strohhut Ruffy, die kennen Blackbeard und so, also ein bestimmter Pirat. Es kommt ein bisschen darauf an, was Shanks denen sagen will, weil was will Shanks, also was bringt ein Kaiser dazu, also quasi die schlimmste Bedrohung für die Weltregierung dazu, einfach mal bei Mary Jo kurz durch die Fördertür reinzugehen und mit den fünf Weisen, so die oberste Instanz neben im Summer, einfach mal reinzugehen, um mal ein Pläuschchen zu halten, so, da kommt er nicht rein, um zu sagen. Also ich meine, das Ding ist, gehen wir mal ganz, ganz kurz eine Minute noch darauf ein und dann machen wir hier Feierabend. Und zwar, was will er denn über Ruffy sagen? So, ja, Ruffy ist ein aufstrebender Pirat, aber was will er denn sagen? Ja, ey, könnt ihr Ruffy in Ruhe lassen? Nein, werden sie nicht machen. Ja, warum sollten sie auch? Das ist nämlich Quatsch, so, weißt du? Ja. Und er wird ja auch nicht sagen, ja, jagt die mal bitte besonders, er braucht eine Herausforderung, wird er auch nicht machen. Das heißt, so, also was will er schon groß sagen, was mit Ruffy zu tun hat? Genauso, dass Blackbeard eine Bedrohung ist, das weiß die Weltregierung selbst so. Die haben damals selbst darüber gesprochen, dass er die Whitebeard-Piraten danach nochmal besiegt hat mit Marco und sowas. Die wissen auch, dass er somit die einzige Person ist, die zwei Teufelsfrüchte hat und so. Das heißt, die wissen um die Bedrohung von Blackbeard und die wissen, was er für Probleme macht. Da braucht kein Shanks reinkommen und sagen, ey, Freunde, wusstet ihr, Blackbeard ist krasser, als ihr glaubt. So. Ja, aber, also, aber jetzt stell dir mal vor, guck mal, weil es wurde ja auch. Nicht, ich würde mir wünschen, dass wirklich so eine komplett unbekannte Komponente. Es wurde aber auch im Schwenker gezeigt, ja, einmal, dass Blackbeard sich ja
Es war ja, glaube ich, es war ja wirklich ein geplanter Bait. Absalom, zack, damit Moria hinkommt, damit sie Moria haben, entweder die Frucht oder Moria in deren Crew. So, und ich glaube, einfach weil die Hinweise auch da sind, dass Blackbeard irgendwie es schaffen will, ich weiß nicht, ob Sebek noch lebt oder Sebek halt wiederzubeleben oder die Leiche von Sebek mit dem Schatten auszustatten oder irgend so ein Blödsinn in Verbindung mit seiner Finsternisfrucht oder irgendwas mit Morias Frucht. Und dass Shanks das vielleicht weiß oder so, dass er ja, ihn wiederbeleben will oder irgend sowas, dass es noch viel gefährlicher ist, so, weil vielleicht sieht die Weltregierung Blackbeard erst auch nur so als, ja, okay, der ist jetzt ein Kaiser, der ist krass, der hat zwei Teufelsrüchte, das ist überkrank, so, aber die wissen vielleicht nicht, was er noch vorhat, inwiefern, so, mit irgendeiner Sebek-Geschichte, so. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwas Großes im Busch ist, also, es könnte auch sein, dass das er Ding über Blackbeard ist, warnen wollte, nochmal, weil er wollte ja auch damals schon, er ist ja nur bei Whitebeard aufs Schiff gekommen, nur um schon Whitebeard zu warnen, so, lass Blackbeard in Ruhe, so, schick Ace zurück und so, weißt du noch? Ja. Also er ist die ganze Zeit gefühlt, ist Shanks nur on Tour, um zu warnen. Shanks ist eher auch Mastermind, ne, weil er, also man muss sagen, jede Aussage, die Shanks getroffen hat, war immer wahr. So klar, jetzt natürlich, ja, am Anfang so, wenn du eine Pistole auf mich richtest, blablabla, klar, so, aber ich meine auch so, er kommt dahin und sagt, der Krieg ist zu Ende und dann ist der Krieg zu Ende. Dass da gerade ein Kaiser mit allen Admirälen gefetzt hat, ist scheißegal, so Shanks steht da und dann wird das gemacht, ja, so, weißt du? Ja. So, und genauso auch, wenn er, ich weiß nicht, so, wenn der irgendwas sagt, zum Beispiel so, schick Ace zurück, so, Blackbeard gehört mir, so, er wusste schon, dass das nicht gut gehen wird, weißt du? Er wusste schon, dass das nicht gut gehen wird, obwohl Ace übertrieben stark war und Blackbeards Kraft noch nahezu komplett unbekannt, aber weil Shanks die Narbe bekommen hat und schon so vorher wusste, dass dieser Mann nicht normal ist, und wir haben ja auch sogar gesehen, dass er und Buggy als Kind schon darüber geredet haben, dass Blackbeard nicht geschlafen hat und bla bla bla, so, der Mann, der hat, glaube ich, von den Kaisern zumindest, logischerweise auch, weil er in Rogers Crew war und so, mit das meiste Wissen einfach über die Welt an sich. Und wenn der zum Beispiel dann sagt, wenn Sebek zurückkommt, dann ist, also dann war's das hier. So, weißt du? So, da können wir nichts gegen machen. Ich glaube auch, und, es gibt keinen, der mehr über Blackbeard weiß als Shanks. Ja, safe. Also ich glaube, er wird der entscheidende Faktor dafür sein, dass man weiß, wie krass Blackbeard eigentlich ist, weil Blackbeard ist halt der finale Gegner. So, er muss am Ende für Ruffy als Gegner herausfordernder sein als Kaido und Big Mom. So. Ja, safe. Und das, Leute, ihr müsst euch vorstellen, es wird irgendwann der Moment kommen, wo Ruffy wie Akainu quasi auf Blackbeard haut und dann gegen die Bebenfrucht und so kämpft, weißt du? Und das ja irgendwo ausgeglichen sein muss. Leute, alleine der Gedanke macht schon jeden One Piece-Fan heiß, ey. Ist so. Ist einfach so, ey. Leute. Und heiß ist das Stichwort, Leute. Heiß ist das Stichwort, ja. 40 Grad in meinem Zimmer hier. Das euch. Es ist 700 Grad hier drinne. Und demnach, Leute, der Polycast ist wieder zurück, ja. Ich glaube, mit 50 Minuten haben wir auch eine gute Länge gehabt. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren, damit ihr den regelmäßigen Content hier nicht verpasst. Und Leute, wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder da, Leute. Also schreibt nochmal in die Kommentare, ob wir irgendwas vergessen haben. Und es wird, Leute, und da könnt ihr mich auch festnageln. Und wenn ich das nicht mache, dann keine Ahnung. Aber wir werden hundertprozentig nochmal einen Podcast machen, wenn der Schwenker gekommen ist. Das wird ja wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. 1-2 Monate höchstens, dann haben wir ihn. Und dann werden wir nochmal vielleicht, ja, nur einen Podcast bezüglich dieses Chapters machen, was da alles gezeigt wurde und auf was das aufbaut oder wie es jetzt weitergeht, so in der Welt von One Piece, so. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, werden wir machen. Und deswegen, Leute, abonniert fleißig, ne? Vielen Dank auch für den Support immer, Leute. Also die Podcasts wurden geisteskrank geklickt, obwohl gefühlt so wenig gekommen sind, so. Ne? Also. Ja. Und auch egal, ob mal 2 Monate Pause waren oder so. Also Leute, wie gesagt, genießt den Podcast einfach, wenn er kommt. Und dann ist, denke ich, alles gut. Okay, Leute, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.